JakuTester.com, Folge 2052. Ich habe jetzt hier die Seelachsstäbchen von Iglo. Ja, normalerweise ist es ja ein Alaska-Seelachs oder sowas, aber jetzt dieser rote Lachs. Zumindest vermute ich das hier mal. Okay, so ein Pink, ne? Genau, Verbraucherservice, den werde ich jetzt nicht direkt anrufen. Wollt ihr, dass ich während meiner Show Leute anrufe? Okay, ja, im Ofen, ich mache es in der Pfanne. Brutzel-Action kommt immer gut, würde ich sagen. Hier die Nährwerte. Es besteht aus 14% Eiweiß, 1,6 Zucker und 9,8 Fett. Ja, ziemlich fetthaltig, wenn man es dann noch brät. Auf alle Fälle. Und Vitamin D, Knochen und Zähne. Genau, abwechslungsreiche Ernährung habe ich ja auch. Und hier sind sie, wie viele sind es denn? 8 Stück, ne? Dann werde ich mal die Pfanne organisieren. So, nun das Öl rein. Pfanne ist schon ordentlich warm, glaube ich. Ja, super flüssig. Egal, rein damit und gleich die Klappe drüber, nicht dass wieder ein Massaker hier passiert. Ja, das ist es noch nicht. Das Hauptproblem ist halt, dass es mir das Objektiv, Fettspritzer am Objektiv sind nicht so schön. Gut, und da brutzelt es jetzt. Ja, die Geräusche von dem Zeug sind irgendwie voll lustig. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, das quietscht so ein bisschen. Und ich denke, ich wende mal. Ja, entspannt euch das auch ein bisschen, was zu brutzeln. Ist das nicht so entspannt? Wegen dem spritzenden Fett. Der noch. Jetzt haben wir den Deckel drauf hier. Dabei steht es auf Minimum. Naja. So, dann werden wir uns mal die guten Stäbchen jetzt anschauen. Ja, die müssten eigentlich ruhig sein. Genau, tue ich sie mal aufs Tellerchen alle. Ich würde sagen, ich schneide erstmal jetzt auf, um zu sehen, ob es durch ist. Sushi will ich ja nicht essen. Ja, sieht durchaus. So. Können die anderen auch alle kommen? So, da hätten wir es. Ja, irgendwie das Filet sieht mir echt verdächtig aus. Ich pull hier nochmal eine Panade ab. Was sagt ihr? Irgendwie sieht das nicht aus, wie es sein sollte. Irgendwie sieht das nicht Filet-like aus. Nicht, wie man es kennt. Ja, ich überlasse euch das Urteil. Ich bin da kein Experte drin, das sowas zu erkennen. Nicht genug Erfahrung. Nicht in so einer Firma gearbeitet, die mit sich mit sowas beschäftigt. Oh, jetzt ist mir das zerbrochen. Okay. Ja, schmeckt auf alle Fälle gut. Besser als die Originalfischstäbchen mit dem Seelachs. Da war jetzt schon ein bisschen tieferer Geschmack drin. Und das mit diesem Saftig stimmt auch irgendwie.
Jetzt noch saftiger. Ja, fühlt sich sehr fischlike an irgendwie. Gut, gebe ich es Win. Ja, also hier wäre ich so hin und her gerissen. Haue ich jetzt noch eine Soße drauf, Ketchup oder was? Oder esse ich das so, um den Fischgeschmack noch zu schmecken? Ja, was würdet ihr tun? Okay, jetzt weiter auf Englisch. Ja, this was now Salmon Sticks. 8 of them, 8 pack. And it's Iglo, which is like the premium German fish producer. Yeah. So with Salmon, it's a science for itself. In Germany they call something like a sea salmon, but this is not like what I understand on salmon, it's a red one. I don't know whether you can see it on the image that it's a little bit red or like pink, slight pink. Okay, they say it's extra juicy. Well, I say even more juicy, and salt is really tastes like the original thing. Alright, I did it in a pan, as you could see. Yeah. Ah, and I argued about the filet, whether the filet is real or unreal. Like on the serving session, it looks kinda real. But in reality, it looks sort of unreal, and now I have some text here. And it says it's, heckled or chopped up, and then they formed it. And there are practically no bones in there, so it's not real. Yeah. Yeah, but at least they confess that it's not, I can. Yeah, look at this. You can definitely see that it's not fish anymore. But I think it's good that they confess on the packaging. So, alright. Yeah, it's a very good product. It tastes really like you would expect a salmon to taste. So very nice. It's a win. Yeah, what's your favorite fish flavor? Let me know. Otherwise, that's it. Thanks for watching.